Wir sind hier alarmiert worden zu einem Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr, voller Ausdehnung. Was sich aber beim Eintreffen der ersten Kräfte Gott sei Dank nur als Garagenbrand herausgestellt hat. Hierbei sind zwei Pkw und ein Motorrad entsprechend zu Schaden gekommen. Das Übergreifen auf das Gebäude konnte durch massiven Einsatz der Kräfte verhindert werden. Ebenso mussten wir Vollalarm für Mücke auslösen, um genug Atemschutzgeräteträger vor Ort zu haben. Das hat sich als richtige Maßnahme herausgestellt. Es sind ca. 40 Atemschutzgeräteträger vor Ort und roundabout 80 Einsatzkräfte mit DRK, die hier zur Schadensbewältigung eingetroffen sind. Menschenleben waren also nicht in Gefahr, wie gemeldet? Richtig, die Personen waren schon aus dem Gebäude heraus, konnten uns erst Informationen geben, wurden dann dem Rettungsdienst übergeben. Gott sei Dank kein Menschenleben in Gefahr im Gebäude. Wie geht es jetzt weiter? Ja, wir werden jetzt versuchen, mit dem örtlichen Bauhof die Brandlast aus der Garage herauszuholen. Heißt also, mit einem Bagger entsprechend die Schrottfahrzeuge rausziehen, ablöschen und dann weitere Erkundungen durchführen, sodass da heute Nacht nichts mehr passiert. Meine Garage ist abgebrannt. Ich weiß aber nicht warum. Ich möchte es gerne wissen. Wie hoch wird denn der Schaden sein? Es standen in der Garage zwei Autos, mein Motorrad und die Garage selbst. Ich sag mal so 150.000 werden es wohl sein. Wie wurde es denn entdeckt? Wir waren zu Hause, wir kamen vom Einkaufen, Auto in die Garage gestellt, reingegangen. Ich habe eine Kreppel gegessen und auf einmal ist draußen Qualm. Ich gehe raus, brennt die ganze Garage schon. Innerhalb 5 Minuten. Was geht einem da durch den Kopf? Nichts Gutes. Ich bin froh, dass das Wohnhaus nicht angebrannt ist und wir da noch weiter leben können. Das ist das ist gut an dem Tag. Okay, aber verletzt wurde niemand? Nein, keine Verletzten. Meine Frau und ich leben in dem Haus. Keine Tiere verletzt. Alles gut. Vogelsberger Zeitung. Verlässlich, lokal und aktuell.